Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, ihm dein Herz. Komm. Ich bin heute Morgen aufgewacht und ich, im Moment, wo ich aufwache, höre ich die Stimme von Jesus. Und ich höre nur einen Satz, und er sagt: Ich brauche nicht eure Gabe, sondern eure Herzen. Und das hat mich total so getroffen. Und nur einen Satz hat er gesagt, und dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, ich muss, wenn Jesus so einen Satz sagt, dann hat er einen Hintergedanken und ich möchte darüber reden. Und dann habe ich mich so mit beschäftigt: Warum ist unser Herz Jesus so wichtig? Warum sind uns unsere Gabe, unsere Fähigkeit in fast unwichtig? Jesus ist nicht für unsere Gabe gestorben, sondern für unser Herz. Und es hat mich schon getroffen, dann fing Jesus an, mal einige Sachen so ganz, ich bin ein einfacher Mensch, und das tut man immer die Sache einfach zeigen. Und sagt mal: Piero, kannst du dir das vorstellen? Oder dann hat Piero gesagt, kann er auch deinen Namen reinmachen. Kannst du dir das vorstellen? Du hast ein Gebetsabend, Gebetstreffen, es kommen 5, 6, 7 Leute. Und alle Leute, die kommen, ob es Männer oder Frauen sind, alt oder jung, haben ein ganz cleanes Herz. Nicht verletzt, keine Eifersucht, niemand hat den Drang, besser zu beten oder schöner zu beten. Es gibt kein Eifersucht, es gibt kein Neid. Vielleicht sind die Leute gar nicht unbedingt sehr begabte Leute, vielleicht können sie nur eine Sprache sprechen, vielleicht haben sie nicht mal Abitur gepackt, vielleicht sind sie nicht reich, vielleicht sind sie nicht ganz speziell intelligent, vielleicht haben sie gar keine große Fähigkeit, aber sie haben alle ein ganz, ganz reines Herz. Es ist nichts drin, was störend ist. Kannst du das vorstellen? Du bist in diesem Kreis drin und die Leute fangen an zu beten. Glaubst du, dass Jesus da ist? Glaubst du, dass die Atmosphäre vom Raum anders ist? Kannst du dir so etwas vorstellen? Ich glaube, da muss so viel, weißt du, wenn jemand ein ganz reines Herz hat und er betet und macht sein Herz auf, dann ist sofort eine Gemeinschaft zwischen dem Herz Gottes und das Herz des Menschen. Das ist so wie das Treppenhaus ist offen, der Aufzug ist da und es ist total da. Wir haben wahrscheinlich alle Sehnsucht, Gemeinschaft zu haben mit so Menschen, stimmt das? Und wir wünschen uns wahrscheinlich jetzt alle auch, das hätte ich auch gern. Ich hätte gern so, wow, wir haben eine Frau in unserer Gemeinde und ihr Mann ist relativ früh gestorben, ich glaube mit 60 Jahren so etwas, war gar nicht krank, hat einen Herzinfarkt bekommen, auf der Arbeit und ist tot umgefallen. Und sie erzählte mir, weil sie hat die Tage vor immer von Jesus erzählt, und dann abends, wo das Arbeit gegangen ist, wo sie gestorben ist, sagt er seine Frau, und hat gesagt, das war niemals ein Satz von ihm, und er sagte: Weißt du, ich habe so eine Sehnsucht, wieder ein Kind zu werden. Ich möchte wieder wie ein kleines Kind werden. Und dieser Mann hat nichts gehabt von einem Kind. Das war so ein Sportskanon, der war 1,90 groß, ein richtiger so Raudi-Mann. Irgendwo etwas in ihm war drin, er wollte wieder wie ein Kind werden, dieses reine Anschauen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe ganz besonders kleine Kinder. Wisst ihr warum? Wegen ihrer Augen. Habt ihr schon gesehen, wenn du so ein Kind siehst, von 1 Jahr oder 2 Jahren, sie können noch gar nicht reden, aber du guckst in die Augen, da siehst du etwas, da ist nichts. Eifersucht und Neid und Manipulation und weiß nicht was und Verletzungen und Verbitterkeit, da ist nichts drin, da ist etwas drin, dieses reine Herz. Und das ist auch der Grund, warum Jesus Kinder lieb gehabt hat. Diese reine Herzen. Und ich glaube, es kann, stell dir mal vor, wir hätten so eine Gemeinde, wo Leute da sind, alle mit einem reinen, geheilten Herzen, wo Jesus seine Liebe reingemacht hätte. Ich glaube, er hätte gar keine Sehnsucht mehr nach Himmel. Es würde Himmel auf Erde sein. Und Jesus sagt: Ich brauche eure Herzen, ich brauche nicht eure Gabe, nicht eure Fähigkeit, sondern ich brauche eure Herzen.
Und dann ist mir so ein Bibelvers eingekommen von Römer 5,5. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unser Herz reingegossen. So das heißt, Gott hat uns etwas gegeben, was unser Herz immer wieder normalerweise heilt und in diesen Zustand reinbringt. Wenn du Auto fährst und machst keinen Ölwechsel, geht dein Motor kaputt. Stimmt das? Es gibt eine Zeit, da macht der Motor nicht mehr, geht kaputt. Und ich glaube, die Liebe Gottes, der Heilige Geist, ist so wie ein Ölwechsel. Wie immer dieses, wenn wir mal überhitzen, dass es runtergeht. Und es hat mich heute Morgen so dieses Thema sehr stark beschäftigt. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, ich möchte, dass du einen ganz besonderen Ort hingehst. Und ich werde heute Abend zu ihm über zwei Themen parallel sprechen. Die Zeit langt nicht, um ausführlich alle beide zu machen. Aber es gibt geistliche Portale, oder ich möchte sagen, es gibt Orte, wo der Himmel offen ist, wo du, ja, da oben ist ein ganz einfaches Beispiel von der Bibel, wo Jakob diese Nacht geträumt hat und diese Leiter kam runter. Ich kann sagen, es war mehr wie ein Traum, sondern dieser Traum hat wahrscheinlich den Himmel aufgemacht, dass Engel hoch und runter können kommen und ein Stück Herrlichkeit von Gott runterbringen, diesen Ort. Und vor ein paar Wochen war ich an einem Ort und ich werde es vielleicht kurz erzählen. Gott hat mich da einen Ort geschickt, in eine Stadt, wo eine ganz große Kreuzung. Und wie ich an dieser Kreuzung stand, gibt es so Momente, wo Gott die Augen aufmacht, wenn ich sehe im Geist. Und da oben saß eine richtige dämonische Macht. Und Gott hat mir gesagt, schon mal, der kontrolliert die ganze Kreuzung, die ganze Straße, kontrolliert er. Und er sagte, ich soll nicht beten. Ich bin nur 3 Tage hintereinander hingegangen und bin einfach stehen geblieben. So. Am 3. Tag habe ich gespürt, er ist weg. Hat nicht mehr ausgehalten, ist weggegangen. Nicht, weil ich bin, sondern ich glaube, weil ein Stück Herrlichkeit Gottes da ist und weil Engel da war. Ist total weggegangen. Und ein paar Tage später sagt der Herr zu mir, einer der Hauptdämonen von der Gegend dort hat gesehen, dass diese Kreuzung, diese Dämon weggegangen ist. Und er ist ganz, ganz sauer, wer das gemacht hat und er sucht dich. Möchtest du hingehen? Und ich sagte, Herr, wenn du es willst, dann werde ich hingehen. Und abends, bei 11, bin ich da wieder hingefahren. Und ich stand dort an dieser Kreuzung. Und der Herr sagt mir, von hier wieder kommen, von der Straße wieder herkommen. Und plötzlich sah ich, und das war für mich so wie in einem Film. Und ich denke, Mensch, diese Filmemacher, die haben wahrscheinlich viel mehr Ahnung als die meisten Christen oder die Bibelschule gemacht haben. Und ich sah so ein von weitem kommen, wie ein Karren, wie sagt man, so wie bei Ben Hur, dieser ein Wagen. Und da stand so graue mit langen Haaren Mann drauf. Und das war so dieser Hauptdämon. Und er hat diese Karre gefahren. Und vor dem Karre war er keine Pferde mitgezogen haben, sondern es waren so wie Hunde. So 6, 7 Hunde, wie so dämonische Wesen, die haben diese Karre gezogen und er hat so Peitsche gegeben, die haben durch die Straße gezogen, so Richtung Meer. Und vor ihm lief eine ganze Reihe wie Hunde, aber ich wusste, es sind dämonische Mächte. Und der Herr sagt, wenn ein Fürst kommt, kommt er nie allein, sondern kommt mit seiner ganzen Armee. Und er kam so auf mich zu, der Straße, und der Herr sagte, zeig ihm, dass du keine Angst hast und du gehst so ein Schritt nach vorne. Und dann kam er so ganz nah und plötzlich so ganz kurz vor mir. Zwischendrin habe ich auch gespürt, dass hinter mir ganz starke Engel gestanden sind. Und plötzlich macht so wie in der unsichtbaren Welt so pff, und es reißt alles auseinander und es geht so wie eine Explosion, es geht weg. Und der Herr sagte mir, ja, dieser Hauptdämon, dieser Fürst, der wird jetzt von seinen eigenen Dämonen zerstört, weil wenn in der okkulten Welt, wenn ein Hauptdämon verliert, wird er bestraft und seine Dämonen wird total zerstört. Und der Herr sagt mir, weißt du, er hat ihm erzählt, in seine Dämonen, seine Hilfe, er ist der Stärkste und niemand kann ihn besiegen. Und da ist er besiegt worden und die werden in der unsichtbaren Welt ihn total zerreißen, er wird es nicht mehr geben. Und 3 Tage später sagt der Herr, geh nochmal an diesen Platz. Und ich dachte, Herr, was ist los da? Und ich stand an diesem Platz und sofort war die Gegenwart Gottes da und so ein Engel da.
Und der Herr sagt mir, Piero, wenn irgendwo ein Kampf ist in der unsichtbaren Welt, wenn ich jemand an einen Ort schicke und diesen Kampf und der Sieg Gottes ist da, ist an diesem Ort ein Portal, eine Öffnungstür in den Himmel. Und ich habe den Eindruck, es ist wichtig, dass wir anfangen, wenn Gott uns gebraucht, diese Kämpfe ausüben. Nicht resignieren, sondern wenn Gott uns gebraucht, dann müssen wir diesen Platz einnehmen, weil wenn wir einen Platz einnehmen, da ist eine Öffnung im Himmel drin, wo die Engel und die Gegenwart Gottes viel besser runter können kommen. Heute Morgen war ich dann an diesem Platz und saß da im Auto eine ganze Weile und habe gebetet und ich spürte, hey, das ist dieses Portal, da ist eine offene Tür. Und plötzlich spürte ich, wie mein Geist rausgeht und plötzlich habe ich gewusst, jetzt, ich gehe in den Himmel hoch. Und dann stand ich immer, mein Geist war plötzlich im Himmel drin und es hat so eine Weile gedauert, bis ich meine geistliche Auge sehen konnte. Und dann sah ich eine große Halle, es ist immer heller geworden und ziemlich weit stand Jesus und zwischen Jesus und mir war ein Kristallmeer. Und ich habe noch nie ganz so helles Wasser gesehen, richtig schön sauber, ganz tief können reinschauen, so kristalles Wasser und Jesus stand dahinter. Und ich habe seinen Blick gesehen und es hat mich sehr beeindruckt. Es ist so, wie er über dieses Wasser gewacht hätte. Und er sagte, so wie jetzt beispielsweise der Bankdirektor bewacht, wenn sein Tresor von Gold geleert wird, wird irgendwo hingebracht. So ist er da gestanden und dieser Blick war ganz stark und penetrant und hat dieses Wasser angeschaut. So, das ist mein. Und nach einer Weile fragte ich ihn, was ist das? Und der Heilige Geist sagte mir, das ist die Reinheit der Herzen. Hier sind reine Herzen, wenn sie zusammenkommen. Und dann sah ich, wie Engel immer von der Erde gekommen sind und haben Menschen gebracht, oder die Herzen der Menschen, und die sind immer in dieses Wasser reingekommen, und zwar so eine Mischung drin. Und ich hatte so zwei Eindrücke, und der eine war es, wenn Leute sterben und sie haben ein reines Herzen. Dann kommen so dieses Kristallmeer rein. Natürlich werden die weiterleben, aber es ist so, wie das Kristallmeer immer größer wird. Und ich habe den Eindruck auch gehabt, dass es Menschen gibt, die ein reines Herz haben, wie Gott anbeten. Und zur Zeit haben, wo in der Anbetung ihr Herz in den Himmel geht. Und dieses Kristallmeer wird immer größer, wird immer stärker. Und ich stand eine ganze Weile dort. Und der Herr sagte mir, Piero, dieses Wasser, dieses Kristallmeer, diese Verschmelzung von der reinen Herzen, die mir gehören, haben einen ganz starken Einfluss für diese Erde. So wie die Hölle einen Einfluss hat negativ für diese Erde, wo der Teufel sagt, das sind meine Beute, das sind meine Seele, die ich genommen habe, so haben diese Herzen Einfluss da oben. Und ich bin eine ganze Weile da oben da gestanden und der Herr hat gesagt, nimm von diesem Wasser und berühr dein Herz damit. Und ich nahm so dieses Wasser und habe so mein Herz total berührt von dieser Reinheit. Und der Herr hat gesagt, kannst du wieder gehen. Und ich war plötzlich wieder so im Geist in meinem Auto drin. Und ich habe so den Eindruck gehabt, meine Erfahrung ist, ich war zwei, dreimal oder vier, fünfmal, schon war ich im Himmel. Und jetzt mal, wenn du den Himmel berührst und du kommst auf Erde, bringst du etwas vom Himmel auf die Erde. Im Geist ist es etwas, wie näher du in der Anbetung in den Himmel kommst und du kommst wieder runter, bringst du immer etwas von oben runter. Und ich spüre so, wie der Herr sagt, nimm von diesem Wasser runter und sag den Leuten, es ist so wichtig die nächste Zeit, dass das die unsichtbare Welt ganz stark beeinflussen wird, die Reinheit der Herzen der Menschen. Das ist etwas, wie ganz stark ist. Und ich habe mich so heute so ziemlich mit beschäftigt, mit diesem Gedanken. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, unser Herz Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Also wir können unser Herz nicht verändern. Ich kann meinen Charakter nicht, ich kann mein Wesen nicht verändern. Aber ich weiß, es gibt so ein Sprichwort, das sagt, sag mir, mit wem du gehst, dann sage ich dir, wer du bist. Und ich glaube, wenn wir Gemeinschaft haben mit Jesus, ich habe so den Eindruck gehabt, wie Jesus sagt, Piero, weniger machen, mehr Gemeinschaft haben. Und dann wirst du ein Teil von diesem Wasser sein. Und du wirst Gemeinschaft haben mit dieser Herrlichkeit da oben, mit diesem See der Herrlichkeit.
Ich glaube, wenn wir unsere Herzen reinigen, wenn wir unsere Herzen, wenn wir sagen, Jesus, es ist dein Herz, nimm mir ein, ich möchte mehr und mehr dein Wesen bekommen, ohne in dieses Leistung der Heiligung reinzukommen, sondern dieses Wesen von Jesus zu bekommen, was der Heilige Geist davon macht in uns drin, dann glaube ich, dass in dem Moment wir Gemeinschaft haben mit diesem Kristallsee, diese, wo die Herrlichkeit Gottes total drin ist, dass wir Gemeinschaft haben. Wir haben auch, man können auch Gemeinschaft haben als Christus, stimmt das mit dieser Wolke der Zeuge? Glaubt ihr, dass diese Wolke der Zeuge ein reines Herz haben? Glaubt ihr, dass da oben Abraham Probleme hat mit Noah? Sagt er, ich habe Größeres gemacht wie du. Ich glaube, die haben total ein reines Herz da oben. Und ich glaube, es ist so eine Zeit, wo Jesus einen Wunsch hat, unser Herz total zu reinigen. Und das geht nicht in dem, dass wir Prinzipien lernen, du musst das machen und das machen, sondern diese Gemeinschaft mit Jesus, die Liebe Gottes treibt die Menschen zur Umkehr. Ich rede jetzt wieder kurz mal von diesen Portalen, das ist etwas, was mich total berührt. Heute Mittag war ich zu Hause und plötzlich habe ich so, der Heilige Geist gibt mir eine Idee, sagt nicht, dass er gesprochen hat. Wenn er redet, ist es leichter, wenn du nur die Idee hast, ist es manchmal schwieriger. Und die Idee war, Piero, nimm Abendmahl. Und ich kann mich, glaube ich, nicht erinnern, die letzten Jahre, dass ich mal zu Hause ganz allein Abendmahl gefeiert habe. Das ist so nicht meine Art, verstehst du? Und dann, und so bist du sicher und vielleicht ist so ein Gedanke von mir und nach einer Weile nochmal und dann sage ich, ja, vielleicht gegen Abend, wo dass ich weggehe. Und er sagte, nein, jetzt, nimm Abendmahl, jetzt. Dann habe ich noch ein bisschen Wein genommen, Brot genommen und saß mich hin und ich habe sofort gespürt, wow, ist was anderes im Raum drin. Und der Herr sagt noch, Piero, du sollst wissen, auch Abendmahl kann manchmal ein Portal sein. Abendmahl ist nicht etwas allein, wie uns segnet, sondern es kann den Himmel aufmachen. Und ich habe Abendmahl dann gefeiert und ich spürte, hey, es ist total etwas ganz Starkes in meinem Zimmer, was ich fast nicht kenne. Und sagte, weißt du, Abendmahl ist wie ein Portal, wenn der Heilige Geist es ruft. Das darf kein religiöses Ritual sein, sondern der Heilige Geist, es ist so, wie der Himmel aufgegangen wäre. Und plötzlich war ich über Deutschland und ich schaute so dieses Land von oben an und dann sah ich Jesus. Und es hat mich sehr beeindruckt, weil er war anders wie morgens. Er hat so die Hände gestreckt, sie waren durchbohrt und hat so ganz intensiv für Deutschland gebetet. Und es hat mich total so berührt, wie es hat mich erinnert, so wie in Gethsemane wieder so gebetet hat, dass im Schweißtropfen rausgekommen sind wie Blut. Wieder, Vater, lass diese Kelch von mir weg. Und ich sah ihn oben vor Deutschland beten. Und ich sage, Herr, was ist los? Und er sagte mir, weißt du, ich bete zurzeit ganz, ganz stark für die Muslimen. Und es hat mich gesagt, Herr, warum betest du für die Muslimen? Und er sagte, weißt du, die Muslimen zurzeit, der Geist der Muslimen ist zurzeit sehr ganz stark da und tut sie aufstechen, aufstarlen. Dass sie Opfer sind, dass sie nicht geliebt sind, dass es furchtbar ist und dass sie in den Krieg gehen. Er will sie aufstellen, dass sie sich diese rachen. Und ich bete und ich segne diese Muslime und ich gebe meinen Frieden darüber, dass dieser Geist von den Muslimen sie nicht aufstecht und dass er hochgeht. Und es hat mich schon beeindruckt, da wisst ihr, was geschehen ist in Neuseeland. Und es kann, ich will es mal so sagen, von meinem Verstand so sagen, könnte es sein, dass in einer Sekunde und einer Minute viele gläubige Muslime, die verbunden sind mit diesem Geist, die können plötzlich losgehen und dann ist Chaos im Land drin. Und die Regierung, ich glaube, viele Politiker haben das, die größte Panik, was es gibt, dass es so Bürgerkrieg gibt in einem Land, weil es müssen nur 4, 5, 6 fanatische Leute losgehen und es kann auf beide Seiten gibt es Fanatiker, wie das machen können. Und er sagt, ich bete für die Muslimen, ich segne sie, mit dem Frieden Gottes bete ich, dass Ruhe da ist. Ich bin nicht sicher, ob es für jedes Land ist, sondern aber ich sage es egal für Deutschland. Und dann hat Jesus mein Herz so berührt und hat gesagt, Piero, du musst die Muslimen lieben. Du musst sie lieben, du musst für sie beten und diese Liebe Gottes weitergeht. Und wenn du Muslim triffst und du liebst sie,
dann wirst du diese geistlichen Kräfte, negative, werden ganz ruhig sein. Und dann sagt er, weißt du, wenn die sich bekehren, weil sie die Liebe Gottes spüren, die werden die beste Evangelist im Land sein. Amen. Weißt du, und im Verstand kann man manchmal Sarah verstehen, wenn aber der Heilige Geist uns berührt, wie ich gesehen habe, wo Jesus so intensiv gebetet hat, wie in Gethsemane, vor die Moslems in diesem Land, das hat mein Herz berührt. Ich könnte 100 Bücher vielleicht lesen und sagen, das ist richtig, aber wenn du siehst, wie Jesus betet, dann ist etwas, was dich total trifft. Jesus sagt mir, Piero, gib die Botschaft weiter. Es ist so wichtig, ich suche reine Herzen. Ich suche Herzen, die von meiner Liebe berührt wird, die geheilt sind. Dass jede Form der Ablehnung, der Bitterkeit, des Neid, des Streit, des Stolzes weggeht. Eine der schönsten Sachen, die ich gesehen habe bei Christo, eine der stärksten Waffen, die wir haben, so haben wir auch die Gemeinde angefangen, ist, wenn Leute Zeugnis geben. Wenn Leute Zeugnis geben und erzählen, was Jesus in ihrem Leben getan hat, mit einem reinen Herzen, dann tut sich der ganze Raum verändern. Und das ist für mich eine der schönsten Sachen. Aber eins der schlimmsten Sachen, wo ich auch erlebt habe, wenn Leute Zeugnis geben, und weil sie vielleicht verletzt sind, und weil sie vielleicht Ablehnung haben, dann probiere von in ihrem Zeugnis ein Stück Ehre zu nehmen, um gut dazustehen. Ich weiß, ob ihr den Unterschied kennt. Wenn jemand etwas macht, um Gott groß zu machen. Der Heilige Geist im Johannesbrief, im Johannesevangelium steht geschrieben, ist immer da, um Jesus zu verherrlichen. Und wenn wir Jesus verherrlichen, dann ist die Gegenwart Gottes, ist der Heilige Geist da. Wenn Menschen probieren, noch Ehre zu bekommen und sich selbst zu verherrlichen, dann ist der Heilige Geist nicht mehr da, sondern religiöser Geist und Stolz und andere Sachen. Stell dir mal vor, wir würden Zeugnis geben, 3 Minuten, um die Ehre Jesu zu geben aus einem reinen Herzen. Ich kann das sagen, in 5 Minuten wird der Raum sich verändern. Und es würde besser sein als jede Predigt und als jede Lehre. Und ich glaube, müssen wir dann an diesen Punkt kommen. Es ist der Wunsch von Jesus. Es ist der erste Satz, wie ich heute Morgen gehört habe. Und dann hat es mich total beeindruckt, wie ich dieses gesehen habe, dieses Meer, dieses Kristallmeer. Und das war so reine Herzen, wie sich so drin aufgelöst haben. Und das, dieses Meer da oben ist etwas, was die Kraft hat, die ganze Welt zu beeinflussen und Erweckung zu bringen. Und Jesus sagt, ich möchte es, dass wir es nehmen. Ich habe es heute Morgen genommen. Und ich kann mir sagen, das ist etwas drin, was unser Herz verändert und was die Welt verändert, was unsere Stadt verändert, was unsere Familie verändert, was die Gemeinde verändert. Heute Abend habe ich so viel Sehnsucht, im Geist, im Glauben, zu beten, so ein Stück von diesem Wasser zu nehmen, von diesem Kristall, von diesem reinen Herzen, das, was da oben war, und es auf dich zu legen, dir zu geben. Oder dass du es nimmst, dass ich sage, Herr, ich möchte das etwas haben. Ich möchte etwas haben, dass, wenn Leute mich anschauen, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich mit Leuten bete, wenn sie mich anschauen, dann sehen sie ein kleines Kind. Dann sehen sie kein Theologe. Da sehen sie vielleicht nicht jemand, wie sich gut ausdrücken kann. Da sehen sie nicht jemand, wie gut theologische, biblische Sätze proklamiert. Sondern sie sehen ein Kind aus diesem reinen Herzen, die Kraft Gottes wie rauflässt, die Liebe Gottes wie rauslässt. Kannst du im Geist heute Abend dieses Kristallmeer sehen? Wo Jesus drauf schaut, das ist meine Gemeinde. Das ist meine perfekte Gemeinde, ohne Runzel, ohne Flecke. Das ist sie. Er sieht sie im Geist schon. Prophetisch ist das, was Jesus sich wünscht, was er machen möchte. Und er möchte eine Gemeinde haben, ohne Runzel, ohne Flecke, reine Herzen. Und da oben ist es schon.
Im Himmel gibt es keine Sünde. Im Himmel gibt es keinen Streit, gibt es keine Eifersucht, keinen Stolz, kein Neid, keine Bitterkeit, kein Schmerz, kein Tod. Im Himmel ist alles perfekt. Im Himmel schon dieses Bild, dieses Kristallbild, ist so dieses Bild von einer Gemeinde, wo Jesus sie prophetisch so sieht. Prophetisch ist, du gehst in die Zukunft hinein und du siehst, was Jesus machen möchte. Es berührt dich. Du kommst zurück, hast ein Stück bekommen und gibst ein Stück weiter in Menschen. Moses ist auf den Berg gegangen, hat die Begegnung mit Gott gehabt. Und die Herrlichkeit war so stark, dass er gestrahlt hat. Die Leute haben sogar Angst bekommen und er musste ein Tuch über sich legen. Ich bin froh, wenn die Zeit wieder kommen würde, wo das Lobpreisteam, wenn sie üben, schon in die Himmel vorgehen. Und wenn die Gemeinde reinkommt und sie fangen an, das erste Lied zu singen, kommt etwas, was sie im Himmel berührt haben, runtergehen. Wenn die Mitarbeiter, vor dass sie in den Gottesdienst kommen, vorher beten würden, und wird in den Himmel berühren, wird sehen, was Gott machen möchte, und wird es runterbringen. Wenn der Prediger nicht eine Predigt vorbereitet, Nummer 43, sondern im Geist hochgeht und bekommt etwas von dieser Atmosphäre des Himmels und kommt runter und gibt es weiter und bringt es in den Raum rein, während das andere Gottesdienste. Die Bibel sagt ihm, dein Reich komme so im Himmel, so auf Erde. Das bedeutet, es ist der Wunsch Gottes. Der Wunsch Gottes ist alles, was im Himmel ist, dass es auf die Erde kommt, dass es auf der Erde ist. Und wenn man manchmal noch ein kleiner, ich habe heute Morgen noch einen kleinen Einblick bekommen, was im Himmel ist, dann hat man eine Sehnsucht mehr, dass so bete, so im Himmel, so auf Erde. Ich glaube, dass Gott heute Abend ein Stück von diesem kristallklaren Wasser vom reinen Herzen uns ausgießen möchte. Diese Sehnsucht, eine Gemeinde zu haben, einen Hauskreis, zu Hause, eine Familie, eine Sehnsucht, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt, wo Menschen da sind mit einem Herz, dass vielleicht Ungläubige dich anschauen und sie sehen Jesus, weil sie dein Herz sehen. Du musst nichts mehr spielen, du musst nichts mehr darstellen. Du bist, wer du bist. Das hat Gott gesagt, wie sie ihn gefragt haben. Ich bin der, wie ich bin. Du musst keine Rolle mehr spielen, sondern du bist ein Kind Gottes, geliebt von Gott, gefüllt vom Heiligen Geist. Und du hast das kristallprophetische, Kristallmeer, das Kristallwasser. Du hast es genommen und du kannst es trinken. Ich glaube, heute Abend ist ein Stück Himmel offen. Und heute Abend möchte es ein Stück runterkommen. Hast du Sehnsucht danach, von diesem Wasser zu nehmen und zu trinken? Jesus sagt, wer Durst hat, kommt zu mir und trinke und esse. Und aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ströme des lebendigen Wassers, wie rein sind, wie heilig sind, wie voller Liebe sind. Weißt du, Power ohne Liebe ist gefährlich. Und wenn du Liebe hast, nur Liebe, wird die Power immer in der Liebe sein. Aber das Gegenteil ist gefährlich. Und ich möchte heute Abend dich fragen in deinem Geist. Ist nicht etwas, was in deinem Verstand machst und nicht in deiner Seele, sondern in deinem Geist sehr. Hast du Sehnsucht in deinem Geist heute Abend, ein Stück in diesen Himmel zu schauen? Das ist kristallene Meer, wo Jesus draufschaut. Das ist mein Gut. Das ist meine Braut. Für das bin ich, für das und für die bin ich gestorben. Und das möchte ich euch geben. Das möchte ich euch geben. Wow.
eins einfach anfängt, dich zu berühren, es ist okay. Es sind einige da, wo ihr Geist gerade aufgeht und es kann dich berühren. Lass gerade das, dieses Wasser, das es dein Herz berührt. Dass vielleicht heute Abend dein Schmerz weggeht. Dein Schmerz, unvollkommen zu sein. Der Schmerz der Ablehnung, der Ängste, der Verdammnis. Wenn du dieses Wasser siehst, da wird dein Herz ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Lass es dich berühren. Wow. Wow. Hm. Wenn dein Geist heute Abend prophetisch das Wasser rein kann gehen. Und du hast Lust heute Abend, dieses Meer, dieses Kristallmeer der Liebe zu berühren. Wenn du spürst, dass es gerade jetzt geschieht und du hast ganz Sehnsucht. Bindung des Todes. Sie zerbreche heute Abend. Vater, ich danke dir, dass einige ihrer Geist heute Abend sich erhebt und geht bis in den Himmel. Ganz hoch. Hör zu, dein Geist muss nicht immer gebunden sein an deine verletzte Seele, sondern dein Geist hat Freiheit. Hat Freiheit. Dein Geist soll frei sein, Gott zu begegnen. Von Angesicht zu Angesicht. Dein Geist wird gerade gerufen von Gott heute Abend. Gott ruft dein prophetischer Geist. Die Zeit wird da sein, wo Menschen Gott anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Und während dass sie Gott anbeten, wird ihr Herz in den Himmel gehen, vor den Thron Gottes. So werden dieses Kristall, dieses Meer sehen und treffen. Und sie werden niemals mehr trocken sein. Die Zeit, wo dein Herz so trocken war, ist vorbei, sagt der Herr. Ich möchte auch für dich Portale geben, Türe geben für die unsichtbare Welt. Einige wäre ihr Raum, wo sie ihre stille Zeit machen, ihr Kämmerlein, wird ein Portal sein. Und wenn sie anfangen zu beten, wird der Himmel aufgehen über sie. Und ihr Geist wird von Erde zu Himmel, von Himmel zu Erde, es wird Ohren runtergehen. Und sie werden etwas vom Himmel runterbringen, von der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes wirst du runterbringen. Du wirst die Herrlichkeit Gottes auf Erde bringen. Du wirst in dein Haus bringen. Du wirst in dein Gebetskreis, in dein Hauskreis, du wirst es bringen. Du wirst es bringen. Lass die Herrlichkeit Gottes dich berühren. Lass dich berühren. Gerade jetzt. Hör, du bist berufen, dein Geist ist nicht berufen, dein ganzes Leben auf der Erde wie in einer Wüste zu leben, sondern dein Geist ist berufen, in die Gegenwart Gottes zu gehen.
Dein Geist ist berufen, Gott zu begegnen. Dein Geist ist berufen. Gott zu begegnen von Angesicht zu Angesicht. Ein reines Herz ist eine offene Tür. Lass dich gerade berühren. Sehe heute Abend die Bindungen. Sabe dich binden an diese Erde, dass es Ängste ist oder tiefe Verletzungen sind. Sehe, wie die Bindungen heute Abend weggehen. Nichts kann dich mehr binden, wenn dein Herz rein ist an diese Erde. Keine Verdammnis, keine Person, gar nichts. Gar nichts. Lass dich gerade berühren, der Herrlichkeit von der Herrlichkeit Gottes. Der treue Schild, du bist ganz ohne Falsch, gerecht und heilig bist du. Ja, ich glaube.
ich glaube dir. Ich sag ja zu dir, zu deiner Heilung. Ich sage ja zu deiner Vergebung. Ich sag ja zu dir. Ich sag ja zu dir. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu dir. Seine Kinder liebt. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir deinem Licht und singen. Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen die Lieder. Du, o Herr, bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Du, o Herr, die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Dein Feuer mich verzehrt, mein Herz nur dich begehrt. Dem Land.
Mein Herz nur dich begehrt.